Wenn sich Götter in das Leben von Sterblichen einmischen, hat das oft Folgen. Schwerwiegende Folgen für Amphitryon und Alkmene, deren Liebe und Beziehung von Götterkönig Jupiter durcheinandergewirbelt werden. Staatstheaterintendant Thomas Bockelmann inszeniert Heinrich von Kleists Amphitryon im Schauspielhaus. Ein Lustspiel an der Schwelle zur Tragik. Schon unglaublich, wie Kleist sein Amphitryon baut. Das ist gar nicht nur ein reines Lustspiel, sondern balanciert ganz schön nah am Rand zur Tragödie. Denn diese Verwirrung, die die Götter darin stiften, die ist so groß, dass sich Amphitryon und auch seine Frau Alkmene davon nie mehr erholen. Der siegreiche Feldherr Amphitryon sehnt sich nach der Schlacht nach seiner schönen Gattin Alkmene. Doch als er endlich zu Hause eintrifft, ist diese immer noch atemlos und entzückt von der Liebesnacht, die sie gestern bereits mit ihm verbracht haben will. Warum steigt solche Röte ins Antlitz dir? Nein! Nein! Verräterin, ich weiß dich! Und wer sich gestern um die Dämmerung hier eingeschlichen hat, Amphitryon, war er nichts Wirkliches in der Lotterbuben! Abscheulicher! Treulose! Undankbare! Verhängnismäßigung, du, die mir bisher der Ehre fort und lädtest, Liebe, Erinnerung, Farbe und Glück und Hoffnung hin! Verhin, auch du! Verrat? Betrug? Nein, sondern das Wirken der olympischen Götter Jupiter und Merkur, die als Doppelgänger ihr Spiel mit den Sterblichen treiben. Denn auch Amphitryons Diener Sosias muss zu seinem Entsetzen feststellen, dass es ihn gleich zweimal gibt. Immer größer wird die Verwirrung um die Identität, bis sie sich schließlich in den wohl berühmtesten Ach der Literaturbahn bricht. Der Seufzer der Alkmene beschließt das Stück. In Kassel spielt das Stück in einer bisschen angedeuteten Zirkuswelt. Die Bühne ist eine Manege. Bernd Hölscher erinnert als Amphitryon in seiner Feldherrenuniform an einen Zirkusdirektor. Ein Trapez schwebt über der Bühne und die Alkmene von Agnes Mann hat bandagierte Hände wie eine Artistin. Schlüssig binden die Kostüme von Ulrike Obermüller und die Bühne von Greif Edzard Habben die Zirkusbezüge in die Inszenierung ein. Amphitryon zeigt das Leben als Trapezakt.